Wir befinden uns ganz klar am Beginn einer Herbst- und Winterwelle. Das ist nicht nur in den deutschen Daten zu sehen, sondern auch international. Die Fallzahlen steigen an in den Niederlanden, in Belgien, in Frankreich, in England, in Dänemark, um nur ein paar Länder zu nennen. Fast überall ist es die BA5-Variante, die die Probleme hier also bereitet. Und wir müssen uns daher darauf einstellen, dass diese Welle bekämpft werden muss. Die wird nicht so schnell zumindest von alleine enden. Der R-Wert ist mittlerweile schon bei ungefähr 1,4. Das ist ein sehr hoher R-Wert, auch im Vergleich zu dem, was wir vorher gesehen haben. Und wir müssen daher damit rechnen, dass die Fallzahlen auch wieder vierstellig sein können in nicht allzu ferner Zukunft. Und das wird noch erschwert, weil wir auch mit einer Zunahme der Fallzahlen für Grippeerkrankungen und andere Erkältungserkrankungen, zum Beispiel andere Corona-Erkrankungen, OC43 oder Rhinoviren zu rechnen haben, aber auch RSV bei Kindern. Somit sind wir am Beginn einer wichtigen, schwierigen Welle. Wir werden der Welle begegnen durch vier Blöcke, wenn man so will. Zum einen, wir werden eine Impfkampagne machen. Die Impfstoffe sind da, angepasste Impfstoffe, BA1 angepasst, BA5 angepasst. Wir haben deutlich mehr Impfstoff, als derzeit verimpft wird. Es werden derzeit also pro Tag etwa 60.000 Menschen geimpft. Das ist weit weniger, als wir benötigen. Wir haben große Impflücken bei den über 60-Jährigen. Zum Beispiel fehlt bei 75% der also über 60-Jährigen bis zum jetzigen Zeitpunkt die vierte Impfung. Aber die gute Nachricht ist, wir haben die guten Impfstoffe, die angepassten Impfstoffe. Und wir können sie jetzt zur Verfügung stellen. Wir werden dort keine Engpässe erleben. Wir haben auch eine klare STIKO-Empfehlung für die über 60-Jährigen und die Risikofaktoren. Und wir werden eine Kampagne beginnen. Die wird spätestens in 2 Wochen, wird die über viele Kanäle, also wird die stattfinden, über also Printmedien, über soziale Medien, bis in die Fernsehmedien, Radiomedien hinein. Wir haben uns dort auch bemüht, eine innovative Kampagne auf den Weg zu bringen. Da werden wir die Impfkampagne noch einmal deutlich beschleunigen. Das ist sozusagen der erste Punkt, wie wir dem Ganzen begegnen. Zum Zweiten, wir haben uns ja dafür eingesetzt, schon seit Wochen, dass die Patienten, die davon besser profitieren, wenn sie medikamentös behandelt werden, auch medikamentös behandelt werden. Hier spielt insbesondere das Medikament Paxlovid eine Rolle. Paxlovid senkt die Wahrscheinlichkeit eines Krankenhausaufenthaltes bei den älteren Menschen um 75%, wenn es rechtzeitig genommen wird. Das wissen wir aus israelischen Daten. Auch die Sterblichkeit wird abgesenkt. Wir haben dort in den letzten Wochen eine Verdreifachung der Paxlovid-Gabe gesehen. Das ist eine sehr gute Nachricht und wir werden aber weiter daran arbeiten. Ärzte können das Medikament selbst dispensieren. Es wird gelagert in Pflegeeinrichtungen. Somit eine deutliche Verbesserung der medikamentösen Therapie. Nicht nur mit Paxlovid, aber vor allem mit Paxlovid. Daran werden wir weiter arbeiten. Und wie Sie wissen, hat sich auch der Bundeskanzler ja dazu entschieden, dieses Medikament einzunehmen, um einen schweren Verlauf zu vermeiden. Der dritte Punkt, der hier beachtet werden muss, wir haben bessere Daten. Der Pandemieradar kommt jetzt sukzessive ans Netz. Eine erste Version ist vor 15 Minuten auf der Homepage des RKIs ans Netz gestellt worden. Und der ist noch nicht komplett, aber das ist schon ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Die Krankenhausbelegung, da werden wir demnächst die also belegten und die belegbaren Betten haben, also nicht die aufgestellten, sondern die belegbaren Betten. Von den 1600 Krankenhäusern, die hier berichten müssen, sind schon 1300 Krankenhäuser mittlerweile angeschlossen. Wir haben also eine repräsentative Zahl von Krankenhäusern, die angeschlossen sind, noch nicht alle melden. Daran wird aber sehr intensiv gearbeitet. Wir haben also dann eine gute Übersicht über die Praxen, die also hier sogenannte Sentinel-Praxen sind, wo man schaut, welche Atemwegserkrankungen tauchen in den Praxen auf, wie schwer verlaufen die. Das ist angeschlossen, da hat sich Herr Wieler in der Vergangenheit auch immer wieder zu geäußert und verdient gemacht. Er wird sicherlich gleich ausführen. Und wir haben das Abwassermonitoring in Vorbereitung. Das ist heute noch nicht auf der Seite zu sehen. Da schließen wir aber die Abwassermessstellen sukzessive an und bereinigen das Auswerteverfahren. Ich gehe davon aus, dass wir in 2 Wochen da schon wesentlich bessere Daten zur Verfügung haben. Der Herbst wird nicht leicht werden. Damit bin ich auch schon bei der vierten Maßnahme, die wir haben. Das ist eben erst das Infektionsschutzgesetz. Und
Die Länder müssen halt bei der Entwicklung der Fallzahlen darauf achten, dass sie den richtigen Zeitpunkt erwischen, wo sie Maßnahmen, die das Infektionsschutzgesetz ermöglicht, auch ergreifen. Das muss von den Ländern jetzt ganz genau beobachtet werden. Wie gesagt, der Pandemierat, da steht zur Verfügung. Die internationalen Daten sind klar. Die also neue Welle kommt, das wird Herr Wieler auch gleich ausführen. Somit ist jetzt nur die Frage, wann steigen die Länder mit den Maßnahmen ein und versuchen, die Welle abzubremsen, abzuflachen. Mit welchen Maßnahmen? Wir haben ja umfängliche Maßnahmen. Wie Sie wissen, ist unser Infektionsschutzgesetz konservativer und erlaubt mehr als die meisten Schutzgesetze in anderen europäischen Ländern. Dafür sind wir als Bundesgesundheitsministerium nicht nur gelobt worden, es gab auch kritische Stimmen, aber ich bin sicher, dass das richtig ist, denn die Welle, die wir jetzt bekommen, die wird zeigen, dass wir diese Maßnahmen auch benötigen. Und ich appelliere an die Länder, das genau im Auge zu behalten, genau den Zeitpunkt zu erwischen, wo man jetzt gut einsteigt, um sich zum Beispiel zu überlegen, wann soll denn in den Innenräumen wieder Maske getragen werden und also was passiert in den Schulen. Denn diese Welle wird sich so schnell nicht von alleine begrenzen. Deshalb ist das alles wichtig. Naja, wenn wir die Welle nicht begrenzen, dann kann es sein, dass wir in ein paar Wochen Probleme haben bei der kritischen Infrastruktur, Pflegepersonal, beispielsweise ärztliches Personal, Polizisten. Kritische Infrastruktur jeder Art kann also angesprochen sein. Wir könnten auch sehr schnell in eine Situation kommen, wo wir nicht genug belegbare Betten haben, weil die Kerze brennt dann ja von beiden Enden. Ich habe dann weniger Personal, was diese Betten belegbar macht. Das werden wir dann im Pandemiemonitor ja sehen, dass die Zahl der belegbaren Betten auch abnimmt, weil weniger Personal noch gesund ist. Und gleichzeitig kommen mehr Leute in diese Betten rein. Und von daher also wird dann sehr schnell eine Situation auch zu diskutieren sein, wie viele belegbare Betten haben wir noch und wie viel Vorlauf brauchen wir, um die Welle abzufedern. Und da wird der Pandemieradar eben sehr wichtig sein. Da werden wir zum Beispiel sehen an den Abwasserdaten, ob die Lage sich entspannt oder ob sie es nicht tut. Eine gute Nachricht ist, dass wir also bisher keine Varianten sehen, also beispielsweise in UK, aber auch nicht in anderen Ländern, die also die Sterblichkeit oder die schweren Verläufe der Delta-Variante kombinieren würde mit der Immunflucht der also Omikron BA5-Variante oder ähnlichen Varianten. Das ist die gute Nachricht. Die nicht ganz so gute Nachricht ist, dass wir einige Varianten jetzt sehen, wie zum Beispiel BQ1.1, aber auch andere, die eine sehr vollständige Immunflucht haben. Das bedeutet, dass wir dort mit Impfungen möglicherweise nicht so viel erreichen können wie jetzt bei BA5. Und das müssen wir auch im Auge behalten. Also darauf müssen wir vorbereitet sein. Da bin ich allerdings auch schon im Gespräch mit den Unternehmungen, die also Impfstoffe produzieren. Also die haben das auch im Auge. Und es könnte sein, dass dann die Impfstoffe wieder angepasst werden. Also auch dann wären wir nicht hilflos. Auch darauf sind wir vorbereitet und werden das also in den Griff bekommen zum Schluss. Wie gesagt, auf der RKI.de-Seite Pandemieradar abrufen, dann können Sie sehen, wie das in Zukunft aussehen wird. 60.000 Menschen werden derzeit geimpft. Die Impfkampagne ist in der Vorbereitung. Ich will noch einmal abschließend auf den Wert der vierten Impfung hinweisen, weil das wird immer wieder unterschätzt. Es sind ja nur, wie gesagt, 25% bei den über 60-Jährigen, die die vierte Impfung haben. Die vierte Impfung reduziert bei denjenigen, die schon dreimal geimpft sind, die also Sterblichkeit zum Beispiel auf der Grundlage von gestern gezeigten CDC-Daten aus den Vereinigten Staaten noch einmal um 90%. Das heißt, es macht für ältere Menschen einen Riesenunterschied, ob man dreimal geimpft ist oder ob man viermal geimpft ist. Es macht einfach einen riesigen Unterschied. Und das wird aus meiner Sicht zu wenig kommuniziert, wenn ich durch eine zusätzliche Boosterimpfung das Risiko zu versterben um 90% senken kann. Und diese Möglichkeit wird bei den über 60-Jährigen nur zu 25% genutzt. Haben wir hier eine Impflücke, die nicht wirklich akzeptabel ist? Diese Impflücke werden wir ganz gezielt ansprechen, auch mit unserer Impfkampagne. Wir sind somit am Beginn einer neuen Welle. Wir sind aber gut vorbereitet und ich bin zuversichtlich, wir werden das im Griff haben und wir werden es erreichen, dass Corona auch ein Thema für diesen Herbst ist, aber nicht das dominierende Thema ist und die Probleme, die wir in anderen Bereichen haben, nicht noch schwerer macht.